Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja. Wir haben unser tolles Jump'n'Run, Jump'n'Jump, weniger gerannt, mehr gejumpt, soweit abgeschlossen. So, links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen mal links. Obey Kenu. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Odanotem. Atul Agni. Odanotem. Obey Kenu. Atul Agni. Atul Agni. Habe ich gerade seinen Arsch getroffen? Odanotem. Atul Agni. Odanotem. Hässlicher Klopfkopf. Namet Atul. Namet Atul. Notem Atul Opun. Ich würde da oben gerne rauf. Notem Atul Opun. Ah, sieh meiner, guck. Namet Atul. Notem Atul Opun. Also jetzt hier einzeln. Notem Atul Opun. Hey, Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Wo bin ich denn hier jetzt? Aha. Kann ich nicht lesen. Okay. Also mal gucken. Hihihi. Tial Uda. Was bist du? Ektulome. Ich habe eine Kugel erschaffen. Wofür auch immer. Obey Kenu. Okay. Wie bekomme ich die Dinger denn jetzt weg? Atul Agni. Odanotem. Naja, es wäre doch zu einfach gewesen. Man kann halt nicht immer zerstörerisch sein. Doch, kann man. Das sieht das Spiel aber noch ein bisschen anders. Okay. Ich vermute einfach mal, das hat was hier mit diesen Gedöns zu tun. Ah! Atul Agni. Ja. Ja, ich bin so auf Zerstörung gepolt. Odanotem. Tial Uda. Tial Uda. Okay, da passiert nichts. Das? Ah! Obey Kenu. Ja. Obey Kenu. Muss ich das jetzt mit jedem hier machen? Obey Kenu. Obey Kenu. Macht das Sinn, was ich hier gerade tue? Das bewegt sich auf jeden Fall. Es scheint sinnvoll zu sein.
Hat sich jetzt irgendwas getan? Tial Uda. Okay. Ich würde das ja ganz gerne lesen, aber... Moment. Ich habe gerade mal jetzt eine saublöde Idee. Ob das Ganze Sinn macht, weiß ich nicht, aber ich probiere es mal aus. Tial Uda. Obe Kinu. Obe Kinu. Obe Kinu. Das hat jetzt, nein, das hat kein, habe ich das jetzt auch richtig gedeutet? Natürlich nicht. Obe Kinu. Tial Uda. Obe Kinu. Obe Kinu. Damit ihr das jetzt auch mal, die kleine Info von mir bekommt. Das könnte eine 1 sein. Das eine 2. Das eine 3. Das war eine Vase. Plus die Position der Statue. Ja, das hat ja auf jeden Fall funktioniert. Jetzt habe ich eine Kugel. Was mache ich mit der Kugel? Kann ich hier noch irgendwo mal ein bisschen Blödsinn machen? Sieht aber weniger danach aus. Ja. Wir haben eine Kugel. Obe Kinu. Ich weiß trotzdem nicht, was ich effektiv mit dieser Kugel jetzt gerade anstellen soll. Kann man hier irgendwo kegeln? Ein paar Pins aufstellen? Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Ich würde kein... Notem Atul Opun. Namet Atul. Okay. Ich befürchte fast, ich bin hier fertig, aber... Ich hänge schon wieder fest. Namet Atul. Namet Atul. Das Ganze kann man hier auch nicht lesen, also bringt mir das auch so mal überhaupt nichts. Aber okay. Ja, ich bin hier hochgekommen, um eine Kugel zu haben. Die schubse ich jetzt runter. Obe Kinu. Obe Kinu. Hui. Namet Atul. Namet Atul. Notem Atul Opun. Muss ich jetzt hier echt schrittweise? Namet Atul. Namet Atul. Obe Kinu. Ui.
Obekin. Na, falsch. Ja, ja, ich weiß. Ectulome. Okay, das ist nur eine normale Lampe. Namet Atul. Namet Atul. Obekinu. Ich nehme jetzt einfach mit. Für irgendwas werde ich die sicherlich hier benötigen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oh. Eine Karte. Die kommt mir bekannt vor. Will ich das jetzt wirklich? Wollen wir uns wirklich wieder die Füße verbrennen? Ja, wir müssen uns die Füße verbrennen. Ich sehe das schon kommen. Das war, glaube ich, der eine Raum, wo wir nicht weiterkamen mit den drei Platten. Da gehen wir erstmal hin. Obekinu. Hallo? Ah. Tial Uda. Obekinu. Darf ich mir hier wieder die Füße verbrennen? Ganz großes Kino. Ach, hier sind wir. Mensch. Tial Uda. Obekinu. Jetzt habe ich mir den Weg nicht gemerkt. Fuck. Obekinu. Obekinu. Ich habe mir wirklich den Weg nicht gemerkt. Oh, das war leicht. Obekinu. Gut, also lag ich ja mit dem Raum gar nicht so verkehrt. Yegami D. Hm. Ist hier bei dem? Yegami D. Gut, da ich ja jetzt mittlerweile weiß, wie das mit der Karte funktioniert, dürfte das jetzt nicht mehr so das große Problem darstellen. Aber hier rührt sich noch nichts. Jetzt weiß ich auch wenigstens, was diese Kugel hier zu bedeuten hat. Da. Okay. So. Wir sind hier irgendwo hinter dem Vorhang. Da kommen wir gerade her. Das war der Feuerraum. Da. Klingt das jetzt schlau, da hinzulaufen? Hier raus, rechts, rechts, sondern auf der rechten Seite. Könnte schlau sein. Probieren wir es. Was haben wir zu verlieren? Außer wieder stundenlang hier rum zu oxidieren. Da, Obekinu. Obekinu. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Udanotem. Atul Agni. Udanotem. Yegami D. Atul Agni. Fuck. Atul Agni. Ja, war ja klar. Obekinu. Oh, Udanotem. So, also laut Karte müssen wir uns eigentlich immer nur rechts halten. Da. Ich benötige Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Yegami D. Da ist jetzt ein Tor vor, das ist ja blöd. Ein Schluck Kaffee dahinterher. Hilft beim Nachdenken. Wie machen wir das denn jetzt? Gibt es ja auch irgendwo wieder so einen Schalter? Den ich übersehe? Shit.
Au, 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 au. Yegami-D. Also ich könnte wirklich wetten, dass das der Raum ist, wo wir noch hin müssen. Karte glotzen. Das ist er. Der ist noch nicht offen. Da geht es runter zu dem Feuerraum. Da sind wir fertig. Wollen wir einfach mal die Runde abmarschieren, welche wir denn noch nicht haben. Dass wir uns immer rechts halten. Und hier außen rum. Ja, außen rum, da dürfte der Eingang sein. Wir laufen einfach mal rechts rum. Mir wird sonst nichts einfallen. Es kann auch wirklich sein, dass wir wieder irgendwo was vergessen haben oder übersehen haben. Ist schön, wie ich immer wir sage, so unter der Mutter. Haha, ihr seid mit Schuld, ne? Alles geplant. So. Yegami-D. Ich frage mich, ob ich mit diesem Teleportationszauber, den ich jetzt beherrsche, vielleicht ein bisschen Scheiß mit den Wänden machen kann, die hier eingestürzt sind. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Nö, kann ich nicht. Ich kann mir nur weiter die Füße verbrennen, auch wenn ich schwebe. Toll. Yegami-D. Ich würde das aber ganz gerne nochmal eben probieren ohne die Rune. Kann sein, dass die Rune wieder nur einfach zu blöd ist. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Ne. Selbst wenn es geht, Yegami-D. Mir brennen gerade die Füße und das ist nicht so toll. Okay. Weiter rechts halten. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Shit. Wasser. Wasser. Yegami-D. Was machen wir da denn jetzt? Also, dadurch, dass ich ja jetzt mit der Karte umgehen kann, okay, werden wir eventuell noch ein, zwei Folgen verschwenden. Das weiß ich noch nicht genau. Aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Oh, sag mal, kann es denn wahr sein? Yegami-D. Hi, Buddy. Wie geht's dir so? Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Yegami-D. Udanotem. Hatte das jetzt gerade was zu... Laden sich die Feuerbälle eigentlich auf, wenn sie länger aktiv sind? Das sah nämlich gerade irgendwie so aus, weil ich meine, ich habe jetzt weniger Zauber gebraucht für den als für gewöhnlich. Yegami-D. Kann aber auch nur wieder ein Hirngespinst sein, ich weiß es nicht. Da, da, da. Bin ich jetzt hier beim Feuerraum oder bei dem anderen? Bei dem anderen. Da, da. Gibt's hier oben nicht noch eine Karte? Es gibt doch vor jedem blöden Tor eine Karte. Hier auch mit Sicherheit, aber ich kann sie nicht sehen und ich kann kein Licht zaubern. Vielleicht ganz unten. Ich wüsste ganz gerne, wo ich jetzt hinlaufe, deswegen.
Ich weiß genau, wo ich bin und ich weiß auch ganz genau, ich will hier nicht sein. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was ich nachholen kann? Wollen wir es mal probieren? Ich meine, ich kann ja in der größten Not mich hier schnell wieder hin teleportieren. Das ist ja nicht das Problem. Ne, kann ich eben nicht. Okay. Aber kann es sein, dass ich hier irgendwas übersehen habe? Oder vergessen? Oder wer weiß? Ah, Sternhimmel. Okay, wisst ihr was? Wir speichern jetzt hier erstmal. So. So. Und dann werde ich hier erstmal jetzt einen Cut setzen. Ich will erstmal jetzt in aller Ruhe meinen Kaffee trinken. Das ist nämlich ein bisschen kurz gekommen. Die Tasse ist auch schon wieder kalt. Ja. Und ja, schauen wir mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.